Hallo und recht herzlich willkommen zu einem Let's Test von Realm of the Mad God mit Voodoo zusammen. Grüß dich. Hallo. Ja, wir spielen ein Spiel, was grafisch gar nicht anspruchsvoller sein kann. Also ganz ehrlich gesagt, wir scheißen auf Far Cry 3. Wir kacken da einfach so. Wer ist Medusa? Kann ich da reingehen? Ja, das ist so ein Realm, glaube ich, hier. Ja, lass mal reingehen. Ja, guck mal, jetzt läuft da dein Typ her. Scheiße, wo bist du hingelaufen? Ich bin da reingegangen. Und bin jetzt in einem Laden. Auf einmal sehe ich den nicht mehr. Bei mir läuft der jetzt 2 Stunden. Ganz toll. Achso, dann kommst du da ja gleich raus. Ja, hoffe ich mal. Ich habe hier schon wieder Quest complete. Ich bin nicht mal da. Kann ich Bush kaputt machen? Nee, den Bush kann ich nicht kaputt machen. George Bush ist schon kaputt. Ja, wo kommt der denn auf einmal her? Also meine Damen und Herren, Sie sehen unten 4.20 Uhr. Was macht man um 4.20 Uhr, ne? Man spielt Realm of the Mad God. Ach ja, Leute, meldet euch mal. Wir wollen Black Red Retraction einfach so als Community Let's Test machen. Das wird bestimmt arschlustig. Ladet es euch runter. Schon mal. Ich hänge immer noch in dem Ladebildschirm. Der ist lustig. Ach Junge, das glaube ich ja nicht. Da ist gerade einer rausgekommen, dem läuft eine Ente hinterher. Habe ich auch gesehen schon. Wir haben es vorhin kurz angetestet, so für die anderen. Damit wir uns endlich mal treffen. Und dann haben wir uns jetzt getroffen und haben wir direkt Aufnahme gestartet. Irgendwie macht der bei mir nichts. Also bei mir läuft dieser Typi wunderbar durch die Gegend. Ich sehe aus wie aus Herr der Ringe, so einer. Mhm. Sieht aber gut aus, du. Erinnert mich an Zelda. So für Gameboy damals. Ne, das Spiel ist toll. Ich komme gleich wieder. Ich glaube, ich muss rausgehen. Klingt super. Wenn ihr euch wundert, warum kein Sound da ist, ich habe die Musik ausgemacht, weil sonst kommt sowas hier. Ach, die Musik ist doch gerade das Beste. Nein, eben nicht. Das sind miese Pirates. Pirates machen... Oh, der macht mir ja Schaden, du. Ist ja nicht... 2, 2, 3, 5... Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun hier. Tolles Spiel. Aber mit Leertaste kannst du auch so einen super Angriff machen. Ja, das habe ich schon gesehen. Ey, die machen mir ständig Schaden. Dürfen die das? Nein. Ich kann nichts machen. Graus, verschwinde doch. Ach so. Oh, ich gehe jetzt wieder in das Portal rein. Medusa, ne? Medusa musste rein. Nee, Medusa muss ich rein. Ich hab wieder so ein Mannequin. Oh, Level 3 bin ich schon. Level 3. Heldenhaft. Ja. Oh, da sind noch mehr Banditen. Geht weg. Ich komm da nicht rein. Ich häng schon wieder im Ladebildschirm. Ach, das wird gleich bestimmt. Ja. Sonst muss man halt ein bisschen Kaizo Mario spielen. Ich hasse Kaizo Mario. Ich weiß. Ich raste. Also, nur mal so für die Zuschauer. Ich habe Kaizo Mario gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob Voodoo dabei war. Und ich war im TS. Und es war Totenstille im TS, weil ich die ganze Zeit nur rumgebrüllt habe wegen jedem Scheiß. Auch Unfair Mario kann ich auch sehr empfehlen. Ist ein
tolles Spiel. Also ich werde definitiv einen Let's Test drüber machen. Das sind so diese Rage-Spiele. Ich raste dann regelmäßig aus. Aber erst muss mein Headset gefixt sein, sonst habt ihr das Gefühl, als würde ich euch ins Ohr brüllen. Boah, das sind beides so Spiele, wo ich ausrasten könnte. Gaizo Mario 2, ey, das ist. Boah. Ich Freut man mache hier sich. gerade Maschinengewehrbogenschießen. Weil da einfach so viele Gegner sind hier. Gegners Wo ohne sind Ende. die Gegners? Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters. Oh, da fliegen auch überall Schüsse rum. Irgendwelche. Ah, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach ja, übrigens, ne, zu diesem Spiel, wenn euer Charakter stirbt, ist er tot. Der kommt nicht wieder. What? Ja, das ist so. Wenn er stirbt, ist er tot. Hätte ich nie mitgerechnet. Ja, ist schon eine krasse Realität. Für manche echt hart zu schlucken, glaube ich. Jetzt, ne, nicht, dass ihr da irgendwie auf falsche Gedanken kommt. Es ist halt ein böses Spiel. Ja, es ist böse, dass ich jetzt zum dritten oder vierten Mal in diesem komischen Ladebildschirm hänge. Tolles Spiel, wirklich, muss ich sagen. Ich bin total begeistert. Das ist ein Mannequin. Mannequin Skywalker. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Hallo und herzlich willkommen zuletzt Ladebildschirm. Tolle Wurst, du, tolle Wurst. Ja, klingt doch schon ziemlich spannend. Ja, ich habe auch Angst. Dieses Mannequin kommt. Wovor? Vor dem bösen Wolf? Auch. Aber vor dem musst du doch keine Angst haben, den sollst du lieber töten Nee, oder aufessen. nee, ach, Wolffleisch schmeckt nicht so gut. Schmeckt wie Hühnchen, aber nee. Wie, Wolf schmeckt dir nicht? Nee. Oh mein Gott! Weißt du was, ich starte jetzt das Spiel nochmal und gehe einfach nicht in Medusa rein. Das klingt ja nach einer guten Idee. Ich komme Ja, gleich aus Medusa wieder raus. Oh. Medusa ist schon ein bisschen billig, die Alte. Steckt jeder Fünfte drin oder so. Aber da steckst du ja nicht drin, ne? Richtig. Und ich habe schon wieder diesen Bildschirm, wo ich nicht wegkomme. Dieses Spiel macht echt Laune. Habe ich ja gesagt, habe ich ja gesagt. Ja, vielleicht kann ich es auch mal spielen. Ja, du, wenn du spielen kannst, macht das sogar, glaube ich, noch mehr Laune, als wenn du es nicht spielen kannst. Wo du jetzt lügst aber. Jetzt lügst aber. Das kann gar nicht sein. Also, Lügen? Pff. Oh, jetzt habe ich hier schon zwei Armeen von Viechern angelockt, ey. Also ich bleib jetzt mal hier draußen stehen und warte auf dich und guck mich mal hier ein bisschen um. Vielleicht kann ich hier auch mal irgendwie adden, dass wir dann hier permanent zusammen und so. Nee. Holla, holla. Oha. Nächste Bildschirm, wo ich nicht rauskomme. Na egal, bin ich da einfach mal wieder raus. Oh, Ladebildschirm. Ist das So, ein jetzt tolles bin ich Spiel? bei Nexus. Nexus bin ich jetzt drin. Ja, ich bin auf Option gegangen, neben deinen Namen auf dieses Ding und ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Ach Mensch, das ist ja auch super. Ach ja, du darfst nicht auf dem Viereck maximieren, du musst das über Optionen machen, ne? Das ist gut.
Gucken wir doch mal Fullscreen Mode on. Toll. Ne, soll ja on, aber ich möchte das gerne jetzt hier irgendwie rauskommen. Controls. Ist es überhaupt möglich, Kaizo Mario durchzuspielen? Ja. Hast du das mal probiert? Ja. Also ich habe schon gesehen, dass es einige geschafft haben, aber es ist wirklich ein Spiel, wo man sehr, sehr viel Zeit investieren muss. Also das geht einfach gar nicht. Ich komme hier trotzdem nicht raus. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Lass mich hier raus. Rektas changen. Ich werde es jetzt nochmal starten. Ich glaube, das Spiel. Ich glaube, wir werden das neu starten, das letzte Test, oder wir werden das jetzt so durchzocken. Ja, das ist dann wohl das altbekannte Morgengrauen. So, wo bist du denn? Ich geh mal da, wo Medusa war, hin. Ja, ich stehe auf Medusa. Ah, ich sehe dich. Guck, du bist grün. Mhm. Du bist blau. Purple. Ja, gehen wir mal hier rein, in Jin. Jin. Vielleicht kann ich da auch mitspielen. Oh, wow, ich bin dran. Ich auch. Oh. Warte, ich komm. Ja, ich bin hier. Guck mal, da liegt so ein Sack. Hol dir das, was da drin ist. Ich glaube, du kannst das nehmen, oder? Ja, hab ich. Das dürfte nämlich stärker sein als dein Zauberstock. Ja, siehst du, schießt du gleich. Oh ja. Oh, Ring, den will ich. Ich gebe 3 Speed. Boah, da ist ein Sumo. Guck mal hier, ein Sumo. Ja, ich weiß, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Das ist ja schade. Was toll das Spiel. Aus dem Sumo kommen ja ganz viele kleine Sumos raus, das ist ja gar nicht lustig. Hab ich gerade gesehen, finde ich total toll, das Spiel. Oh, ich bin tot. Oh, das ist ja super, das Spiel. Das war echt laut. Ungefähr so schwierig musst du dir auch die Koordination bei Magica vorstellen, nur noch 100-mal komplizierter. Ach toll, ich habe sogar gerade eine Errungenschaft bekommen für dieses Spiel. Ach echt? Was hast du gekriegt? Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht gelesen. Mini-Sumos. Warte, ich komm wieder. Oh, ich will's jetzt endlich mal schaffen. Oh, der Sumo schießt Feuerbälle. Ah, ich hab den Sumo getötet, der gibt 56 hier Dingsbums-Punkte. Ich bin wieder da. Sehr schön. Jetzt habe ich so eine Quest da oben. Wo bist du denn? Du bist doch so ein gelber Punkt, nicht? Der nee. Bist du nicht. Da bist du. Teleport. Da bin ich. Ja, du kannst dich teleporten. Guck mal. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach, da bist du. Ah, nein, ich bin zu nah dran. Oh. Gestorben, hast du gesehen, oder? Nein. Gesehen. Nein, hab ich. Ich finde es geil, dass irgendwie rechts der Rest ist. Gut, das war der letzte Test Realm of the Mad God. Ich danke Voodoo beim Mitspielen. Und ich danke euch zum Teil zugucken. Mein Name ist Esperto von der Comodi Gaming Community.
Ne? Tschüss, bis dann. Bis dann.